Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, guten Morgen. Zum Ostersonntag ist mal wieder meine Melina mit dabei. Das freut mich natürlich. Und wir haben heute eine, wie heißt die Runde? Langenwaldsee-Runde oder so. Die Langenwaldsee-Runde haben wir bei Komoot gefunden. Ja, wir haben bloß heute Zeit zum Fahren. Insofern können wir nur eine Tagestour machen und es wird jetzt halt die Langenwaldsee-Runde. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir. Starten wir. Los geht's. Oh, das ist dein Rad. Die Runde beginnt eigentlich in Baiersbronn. Wir müssen jetzt erstmal dahin kommen. Oder besser gesagt, wir steigen in Freudenstadt in die Runde ein. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nach Freudenstadt. Wir wollten gerade, dass die Hexe uns verfolgt und haben dafür die Litchi-App genommen, aber irgendwie ist da was schief gegangen, aber wir zeigen euch trotzdem die Bilder. Irgendwas ist da wohl total schief gegangen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen üben hier mit der Litchi-App, bevor wir die so richtig einsetzen. Ja, war ganz lustig, oder? Ja. Ja, jetzt geht es weiter Richtung Wittlensweiler hier für uns. Melina hat gemeint, das ist gar nicht anstrengend heute. Woher kommt's? Bestimmt, weil wir mit dem E-Bike unterwegs sind. Ja, ein herrlicher Sonnenschein, aber trotzdem noch recht frisch. Wir haben 5 Grad. Ja, Melina ist warm, mir ist kalt. Ja. Man wird älter und der Arsch wird kälter, gell? Sagt man immer. Jetzt sind wir dann gleich in Freudenstadt. Da müssten wir dann auf diese Runde kommen, die ich von Komoot runtergeladen habe. Ja, und soweit ich weiß, geht es dann erstmal runter Richtung Baiersbronn. Aber jetzt mal gucken, wann wir auf dem Track kommen. Ja, die Kirschen, die fangen jetzt langsam auch hier an zu blühen. Hier sieht es nicht schlecht aus. Machen wir mal eine kleine Aufnahme von der Kirschblüte. He? Und wie man sieht, es geht ein ganz schöner Wind. Und der ist mal wieder ganz schön frisch hier bei uns in Freudenstadt. Weiter geht's, he? Das Navi berechnet uns hier schon einen Weg zu unserem Weg. Da werden wir dem mal folgen hier, dem Thema. Ja, wir gucken noch kurz bei den Fontänen hier vorbei und dann geht's auf unserem Radweg Richtung Baiersbronn. Papa wollte gerade die Fontänen filmen und dann hat der Wind gedreht und den Rest könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, war nicht so angenehm. Ja. Na, klasse.
Hier ein Blick ins Christustal und genau da unten verläuft unser Weg. Den werden wir jetzt folgen Richtung Bayersbrunn. So machen wir es. Ziemlich laut hier im Christustal, ja, und einige verfallene Fabriken hier und trotzdem schön zum Anschauen. Ich dachte eigentlich, unser Weg führt unten rum, aber wir sind jetzt hier oberhalb schon wieder ein bisschen, aber auch recht schön. Vor allem, wenn man oben ist, sieht man runter. Und mit dem E-Bike ist ja kein Problem hochzukommen. Das heißt, die Steigungen machen einem hier nicht so arg viel aus. Und von hier oben hat man auch einen wunderschönen Blick zurück ins Christustal. Ja, wunderschönes Wegle hier. Hier rechts der Fischteich. Und geradeaus geht es weiter in Richtung Bayersbrunn. Jetzt fahren wir schon am nächsten Anglerteich hier vorbei. Angelteich, nicht Anglerteich, am nächsten Angelteich. Ja, und wir haben gerade beschlossen, in Bayersbrunn gehen wir dann erstmal einen Kaffee trinken. Ein bisschen die Hände aufwärmen an der Kaffeetasse. Ich glaube, ich hätte Handschuhe heute mitnehmen sollen. Melina, geht's? Ja. Du hast nicht so kalte Hände. Naja. Wir haben inzwischen den Königshammer erreicht hier. Und hier blüht es schon wunderschön. Tja, Ostern halt. Schön. Hier seht ihr den großen Königshammer, wo früher die Sensen geschmiedet wurden. Und da hinten seht ihr den Ofen, wo alles heiß gemacht wurde. Zum Schmieden, ja. Ja. Weiter geht's im Tal der Hämmer bis zum Kaffeefassen, genau. Nächstes Ziel, Bäckerei, Kaffee. Oh, ich freue mich drauf. Aber langsam wird es auch wärmer hier. Aber ganz langsam. Vor uns liegt jetzt Bayersbrunn und ich muss euch sagen, ich freue mich wirklich auf den warmen Kaffee. Als erstes mal, weil es ja ein warmer Kaffee ist, aber als zweites auch, um meine Hände an der Tasse aufzuwärmen, ehrlich gesagt. Die Bäckerei war leider zu, die macht Ostersonntag um 12 Uhr zu. Jetzt sind wir hier am Kaffee am Eck und schauen, dass wir hier einen Kaffee kriegen. Hauptsache warmer Kaffee, oder? Ja. Also gehen wir mal rein. Es hat geklappt. Einen schönen warmen Kaffee, ein Croissant. Und was hast du, Melina? Eine heiße Schokolade mit Sahne. Eine schöne heiße Schokolade mit Sahne. Können wir ja noch locker 1000 Kilometer machen, ne? Nein. Wir sind wieder auf Strecke. Ja, das hat jetzt mal wieder richtig gut getan. Und die Sonne scheint. Passt alles. Melina ist auch noch dabei. Wir haben es im Griff. Schaut mal hier, das sieht doch schon so richtig nach Frühling aus hier. Wow, klasse. Richtig schön. So wie es aussieht, führt uns unser Weg jetzt wohl in Richtung Mitteltal.
hier an der Murg entlang. Schön, fahren wir mal ein Stückchen Murg jetzt. Jetzt war ich gerade so schön aufgewärmt von dem Kaffee und was bin ich? In so einem Schattenloch jetzt wieder drin. Ah, hier kommen wir wieder in die Sonne. Gott sei Dank. Puh. Irgendwann müsste dieser wunderschöne Weg hier abbiegen in Richtung Niebeshoch, denn so wie ich das auf der Karte gesehen habe, kommen wir über den Gniebis heute. Das heißt, irgendwann müssten wir ja mal den Berg hoch hier in Richtung Gniebis. Aber jetzt genießen wir erstmal hier die wunderschöne Fahrt hier Richtung Mitteltal. Das ist wirklich klasse bei dem Wetter hier. Mitteltal haben wir inzwischen erreicht. Ja, folgen hier jetzt immer noch der Murg. Bisher ging es immer noch nicht links ab. Bin mal gespannt. Irgendwann müssten wir ja mal nach links abgehen. Wegen mir müssen wir nicht nach links abbiegen, weil es schön ist, an der Murg hier zu fahren. Kaum gesagt, schon geht's nach links über die Brücke und wie es ausschaut, dann der Berg hoch. So, gleich mal nach rechts, Melina. Warten wir, ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Der Weg über die Brücke hat uns ganz schön verarscht. Ja, wir waren auf der anderen Seite dann, sind auf einer Wiese gefahren, sind dann in einem Garten rausgekommen. In einem privaten Garten und von da sind wir dann wieder auf eine Brücke gekommen, wieder auf die andere Seite, auf dem Radweg also. Den Abstecher hätten wir uns sparen können über die Brücke. Ja. Ja. Aber jetzt geht es schon wieder über die Brücke und zwar da vorne. Ja. Über die hier, Melina. Die sieht doch schön aus, he? Ja. Hoffen wir mal, dass das dann richtig ist. Ja. Als das Navi sagt, über die Brücke. Dann fahren wir über die nächste Brücke, über diese schöne Steinbrücke hier. Tja, und weiter geht's hier im Tal, zwar auf der anderen Seite von der Murg, aber immer noch nicht nach oben. Aber wie Melina schon gesagt hat, sehr schön hier unten. Wieso soll man auch den Berg hoch? Passt doch. Alles gut. Unsere Räder stehen jetzt hier bei der Sonnenhütte und Melina hat gemeint, die sieht gut aus von Weitem, die will sie mal von Nahem anschauen. Dann gehen wir doch mal hoch zur Sonnenhütte. Das sieht richtig gut aus und ist das Genialste, es gibt sogar einen Grund. In der Sonnenhütte drin. Inzwischen müssten wir schon links oberhalb von Obertal sein. Naja, irgendwann muss man Richtung Gniebis gehen, sonst hätten wir was falsch gemacht. Und ich habe heute Morgen wirklich noch so verschlafene Augen gehabt, dass ich es überhaupt nicht geblickt habe. Wie gesagt, rechts unten, das müsste Obertal sein. Hier Freibad und
Minigolfplatz. Ja, wie es ausschaut, jetzt nach Obertal hier geht es jetzt endlich endgültig den Berg nach oben. Melina, wie sieht dein Akku aus? 5 Striche voll, meiner hat auch noch 5 Striche, auch noch voll. Da sind wir mal gespannt, oben am Gniebis, wie es da dann aussieht. Jetzt also, steil nach oben. Jetzt knapp 400 Höhenmeter in die Höhe gemacht und dann schauen wir oben auf dem Gniebis mal, auf wie viel, dass wir da dann sind. Unser Weg ist inzwischen in Schotter übergegangen. Es geht immer noch permanent nach oben. Wir kommen zur Hütte. 2 Hütten, eine kleine und eine größere. Die sieht richtig gut aus. Weiß nicht, die Fensterläden sind offen. Ja, sieht nach einer privaten Hütte aus. Aber richtig schön. Ah, von der Forst BW ist die. Melina, unser Navi sagt darüber, warum auch immer. Ja. Ja, Freunde, das war jetzt ein schöner Abstecher auf die Höhe hoch. Wo wir dann oben an den Hütten waren, dann hieß es wieder rechts runter und plötzlich, dass wir irgendwie falsch sind. Und dann sind wir wieder so einen Schotterweg runtergefahren und sind wieder hier. Schön im Mitteltal rausgekommen. Hat ein schönes Bänkle. Sitzen wir jetzt mal hin und denken mal über uns nach, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und dann werden wir wieder davor fahren und wieder von vorne starten, nach oben oder so. Keine Ahnung. Jetzt sitzen wir halt mal hier hin und genießen ein bisschen den Tag. Jetzt gucken wir mal, was wir hier falsch gemacht haben. Okay. Ja, genau, hier sieht man es. Ja, wir sind da hochgefahren und dann haben wir uns links gehalten, da wieder runter. Und wir hätten eigentlich hier ein bisschen nach rechts fahren müssen. Okay, auf ein neues. Das macht ja nur, dass wir mehr Höhenmeter kriegen. Versuch Nummer 2 vom von Obertal in Richtung Gniebis. Dieses Mal lasse ich meinen Bildschirm an, dass ich nicht wieder die Kreuzung verpasse. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der Gniebis hochkommen. Ein Versuch wäre es wert. Da oben gibt es nämlich die Gniebishütte und wir haben gesagt, da könnten wir vielleicht reinschauen, ob wir heute, ja, Ostersonntag, ob wir noch einen Platz kriegen, ist fraglich, aber wir könnten es probieren und da könnten wir dann Mittagessen. Das hört sich doch auch gut an. Das war jetzt also die Kreuzung, wo wir falsch gefahren sind. Wir sind da rechts oben weiter und hätten hier runter müssen Richtung Buhlbachsee. Ja, ich war natürlich voll, wir müssen den Berg hoch. Und du auch, gell? Auf wie muss ich? Der Berg, der ruft, gell? So, jetzt fahren wir Richtung Buhlbachsee. Und da müsste man richtig sein. Also der Mensch, der das da in Komoot gestellt hat, der muss extrem Nerven haben, weil das sind eigentlich sehr viele Wanderwege, was der hier benutzt hat.
hier links über die Brücke, Melina, glaub. Ja, genau. Uiuiui, ist gar nicht so einfach. He? Naja, also mit Fahren ist da nichts. Da müssen wir erstmal über die Stufe drüber schieben. Aber schönes Eckle hier, gell? Kommst drüber, ich helfe dir gleich, Melina. Ja, wir haben jetzt mal ein kleines Stück hier geschoben. Über so einen schmalen Pfad mit einem Haufen Wurzeln. Jetzt geht's aber hier auf dem Weg weiter. Ich glaube, jetzt wird's gut. Ich denke, jetzt müssten wir auf dem richtigen Weg sein. Bisher geht's recht moderat nach oben. Aber irgendwann muss ich mal anziehen. Und ich denke, meine Melina, ich weiß nicht, wo ist sie denn? Hier irgendwo. Die hätte mich wahrscheinlich schon gekillt, wenn wir heute nicht mit dem E-Bike unterwegs gewesen wären. So viel Abzweigung, wie wir heute schon falsch gefahren sind. Ich glaube, das hätte sie mir nicht verziehen. Vor allem der große Bogen über die Höhe. Aber mit Motorle kein Problem. Wir haben noch eine Satteltasche mit Ersatzakku. Also absolut Ostersonntag-Tour. Schön gemütlich. Komme, was wolle. Jetzt sind wir im Nationalpark Schwarzwald. Jetzt ist rum mit der Hexe. Im Nationalpark darf die nämlich nicht abheben. Muss ja auch nicht überall oben gewesen sein. Heute ist sowieso sehr windig. Da ist ein bisschen grenzwertig mit der Hexe heute. Ja, aber auch ohne Hexe hier mit der GoPro kann man auch schöne Aufnahmen machen. Und ihr seht, jetzt steigt es endlich mal an. Und die Melina hat gesagt, ihren Schluck auf geht nur weg, wenn sie jetzt endlich mal einen Schnitzel kriegt, da oben in der Kniebesütte. Also schauen wir mal, dass wir hier der Hang nach oben kommen. Wir kurbeln uns hier Stück für Stück nach oben. Und haben wirklich eine wunderschöne Aussicht. Da links runter, der Hang runter. Richtig klasse. Schöner Weg, muss man wirklich sagen. Toll. Wir haben die nächste Haarnadelkurve genommen. Somit haben wir jetzt wieder Aussicht nach rechts unten. Und ich muss echt sagen, das ist wirklich bei dem Wetter hier ein wunderschöner Weg in die Höhen vom Schwarzwald hier. Wirklich schön. Und richtig gut zum Fahren mit dem E-Bike. Asphaltiert, passt alles. Gerade sind wir an einer Hütte vorbei, die war auf 900 Metern, also kann es nicht mehr allzu weit hochgehen bis zum Gniebis. Denn der Gniebis ist ja auch so auf der Höhe. Das heißt, wir müssten bald oben sein. Und dann suchen wir mal die Gniebishütte und dann gibt es hoffentlich was zu essen. Wenn es Platz hat, wie gesagt, Ostersonntag, könnte es eng werden, aber wir schauen mal. Wir sind hier auf der B500 rausgekommen und fahren auf der jetzt ein kurzes Stück, ja, zurück Richtung Gniebis sozusagen. Hier rechts geht's runter nach Obenau, Zuflucht ist da drüben. Hier kommen wir jetzt gleich auf dem Radweg und da fahren wir dann rüber Richtung, wie gesagt, Richtung Gniebis. Am großen Windrad sehen wir jetzt, dass wir Gniebis erreicht haben. Ja, jetzt geht es noch ein kleines Stück nach links. Dann kommt die Gniebishütte und da schauen wir dann mal, ob wir Plätzle kriegen. Die Gniebishütte kommt in Sicht hier. Ja, Parkplatz ziemlich voll. Und ja. Hier ist Westvektor und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir hier einen Schnitzel kriegen. Wir sind gespannt. Die Gniebishütte.
Wir haben uns jetzt nochmal den Weg auf Komoot angeguckt und das Problem ist, da wo der weiterführt, das ist viel Wanderweg und ich glaube, das ist nicht so ideal heute am Ostersonntag, denn heute sind wirklich bei dem herrlichen Wetter viele Wanderer unterwegs. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren den Salzeggerweg, das ist vom Ibis runter der Radweg Richtung Freudenstadt und ich denke mal, das ist der bessere Weg heute, da kommen wir nicht so arg den Fußgänger ins Gehege, zum Wohl, auf die Fußgänger. So, unser Essen ist gekommen und die Melina hat sich ins Eck verdrückt. Sie hat gemeint, da kann sie schön ins Eck sich reinlegen. Ich habe eine Riesenladung Pommes gekriegt, ja? Hast du heute verdient. Das war jetzt perfekt hier, das Essen auf der Gniebeshütte. Melina ist noch geschwind auf Pipibox und ja, die Schnitzel, die waren übrigens aus dem Filet geschnitten und dann so breit geklopft, also richtig zartes Fleisch, richtig gut, richtig edel, auch nicht ganz günstig, aber hat gepasst. Und wie gesagt, Ostersonntag kann man sich ja auch mal was gönnen. Und jetzt geht es für uns weiter, ich habe es ja gesagt, nicht auf der Strecke, wie es eigentlich geplant ist, sondern auf dem Salzeggerweg. Gehen wir los. Ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir hier von dem zugig kalten Gniebis runterkommen. Aber wir werden schon wieder ausgebremst hier von der Baustellenampel. Okay, dann warten wir halt hier mal kurz und dann geht's weiter. Der Melina wird es jetzt auch kalt, also bin ich doch nicht so der Eisfrosch, ich habe schon gedacht. Aber hier oben ist wirklich richtig frisch, obwohl die Sonne scheint. Boah, jetzt nach dem Essen und dem Bierchen sowieso. Ja, Melina holt auch die Jacke raus und dann fahren wir weiter. Und ich würde sagen, ja, wir fahren jetzt hier ewig durch den Wald, da gibt es nicht viel zu sehen. Das heißt, wir sehen uns in Freudenstadt wieder. Gute Idee, oder? Ja. Jacke passt noch? Ja. Perfekt, gehen wir weiter. Hier müssten wir jetzt geradeaus, aber wir gehen nach rechts. Das ist nämlich der Salzeggerweg. Wir sind an der Hütte Krumme Buche und ich glaube, Papa kann kein L aussprechen, weil es heißt Salzleckerweg anstatt Salzeckerweg. Die Melina hat gerade gesagt, weil wir ja noch so viel Akku dabei haben, können wir alles in 5 durchziehen. Hat sie auch recht, machen wir jetzt. Ich habe immer noch seltsamerweise der volle Akkustand hier. Bei Melina fehlt schon ein Strich, aber kein Problem. Wie gesagt, wir haben die Taschen voll mit Strom. Kein Thema. Weiter geht's Richtung Freudenstadt, Melina. Wir sind noch nicht ganz in Freudenstadt, aber annähernd. Man sieht es von hier schon. Ja, ist nur eine Ecke weg. Aber hier hat so eine klasse Schaukel hier. Ich weiß nicht, ob man sie gerade so sieht. Hier. Und die Melina hat gemeint, wir haben ja noch ein Zuschauerbier dabei. Und das wollen wir hier trinken, mit Blick auf Freudenstadt. Gute Idee eigentlich von der Melli. Okay, Sonne geht gerade unter. Ja. Nehmen wir, wie es ist und trinken wir unser Bier. Das ist Zuschauerbier, aber ich glaube, das trinkt der Papa und ich trinke was anderes. Und was hast du für eines? Wolwig, Sommerfrüchte. Ah, Wein. nice. Okay. Ja, wir haben ja gerade noch kurz die Hexe hochgelassen. War aber auch wieder nicht so arg erfolgreich. Also es windet viel zu arg hier, wie ihr seht. Wir wollten da ein bisschen Richtung Freudenstadt fliegen. Aber als erstes Mal bin ich, also seltsamerweise, ich kann sie auch nicht ganz verstehen, aber irgendwie hat Melina gemeint, ich fliege wie ein Betrunkener.
steht, so links, rechts zu gehen. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, also mit dem Wind, das hat absolut keinen Wert. Und ja, ich bin nicht betrunken. Also für alle, die jetzt wieder schreiben, geht gar nicht, besoffen mit der Drohne und bah. Nein, das ist jetzt mein zweites Bier. Ich habe beim Essen... Melina wird schlecht hier. Die schaukelt hier durch die Gegend. Ja, das ist mein zweites Bier und das geht doch, hoffe ich doch. Also zum Wohl. Wenn wir jetzt hier aus dem Wald rauskommen, sind wir in Freudenstadt oder besser gesagt oberhalb von Freudenstadt am Kienberg oben. Ja, und wir haben gesagt, wir fahren dann Richtung Lauterbad, Dietersweiler, wollen wir dann zurückfahren. Ja, zu uns zurück, genau. Da die Wetterstation vom Kienberg, fahren wir noch kurz am Friedrichsturm vorbei und dann runter Freudenstadt und Richtung Lauterbad. Altgewohnte Strecke. Friedrichsturm auch wieder geöffnet. Tja, alle Corona-Einschränkungen sind also ziemlich weg. Insofern kann man da auch wieder hoch. Wir fahren dran vorbei und Richtung Heimat. Melina hat gesagt, warum fahren wir vorbei? Hat sie ja wieder recht. Gehen wir hoch. So, Melina, zufrieden? Mhm. Ja. Okay, Friedrichsturm. Da drüben Freudenstadt. Da unten die Fahrräder, die jetzt gerade ohne uns losfahren, weil wir waren zu faul zum Abschließen. Aber dann muss Melina hinterher rennen. Melina hat gerade gefragt, ob man auch ganz hoch kann. Ja, eigentlich schon, aber ich dachte, wir sind schon ganz oben. Okay, also es geht noch weiter hoch. Ein Geisterschloss. Oh. So, bist du jetzt zufrieden? Ja. Und wo ist Frutenhof? Ich glaube da irgendwo. Ja, die Richtung genau. Musst deine Mütze heben. Ja. Ganz schön windig hier oben, gell? Ja. Wir gucken jetzt, dass wir wieder runterkommen. Ha? Ja. Okay. Der Turm haben wir schon verlassen, Freudenstadt verlassen wir jetzt gerade auch in Richtung Lauterbad und ja, und dann sind wir ja schon bald wieder daheim, so gesehen. Ja, das Schlosshotel ist ja eigentlich nur noch so ein Lost Place. Müsst ihr mal googeln auf YouTube. Gibt es einige Videos hier vom Schlosshotel in Freudenstadt. Ist aber nichts für mich. Für uns geht es weiter hier Richtung Lauterbad. Wir kommen hier wieder aus dem Wald raus. Schön in die Sonne. Ins wunderschöne, im wunderschönen Lauterbad sind wir jetzt angekommen. Genau. Wir sind jetzt hier bei Dietersweiler. Ja, irgendwas muss mit meiner Akkuanzeige nicht ganz stimmen. Ich habe noch volle 5 Balken, inzwischen über 50 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Bei der Melina ist noch ein Balken drauf, also irgendwas ist faul, ich weiß es nicht, aber ja, auf alle Fälle zeigt er voll an, volle Leistung, also volle Ladung. Kann eigentlich nicht sein, weil ich habe ganz bestimmt auch nicht gespart heute. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe es ja gerade gesagt, der Melina ihrer zeigt hier noch ein Balken an, mein Akku zeigt noch 5 Balken an. Wir haben gesagt, wir tun jetzt einfach mal die 2 Akkus auswechseln
und gucken mal, an was das liegt. Ob dann der bei mir einen Balken anzeigt und der andere bei ihr fünf oder was oder wie. Also irgendwas ist absolut faul hier. So, Melina kommt mit dem Akku. Jetzt kommt meiner raus. Ich muss ausschalten. So, jetzt kann ich ihn rausmachen. Jetzt machst du den bei dir rein. Und dann kommt Melina heim und ich wahrscheinlich nicht mehr. Nee, wie gesagt, wir haben ja noch Akkus und bin mal gespannt, was das jetzt, wo das Thema ist. So rum muss ich rein hier. Oh, ist ja auch nicht so ganz einfach mit einer Hand. So, und jetzt schalten wir ein. Ich habe nur noch einen bei dem Fahrrad. Nein. Doch. Ich habe wieder fünf. Das ist nicht dein Ernst. Und bei dir zeigt es einen an. Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Das kann nicht sein. Sollen wir mal einen neuen Akku reinmachen? Bist du sicher, dass du gewechselt hast? Ja. Hast du mal ausgeschalten? Ja. Und wieder eingeschalten? Ja. Sollen wir mal einen neuen reinmachen? Nee, jetzt warte mal. Das kann nicht sein. Ja, doch.